Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem VP Clan Channel. Zunächst mal zum Gameplay, was ihr im Hintergrund seht. Es ist ein Triple Vicious Gameplay. Er war am Ende 2 vor DNA, dann war das Spiel vorbei. Und das Entscheidende ist, es sind 112 Kills. Non-Lethal in Herrschaft auf der Map. Comeback, da ging richtig Action ab. Und ja, hätte er vielleicht noch 30 Sekunden oder 10 Sekunden mehr Zeit gehabt, dann wäre es auch noch die Triple DNA gewesen mit 100 plus Non-Lethal. Auf jeden Fall ein sehr krasses Gameplay und in naher Zukunft werdet ihr natürlich auch wieder Triple DNAs und so weiter sehen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer ist der Typ, der dieses Mal da labert? Ja, ich bin der Leo, ich bin jetzt ein neuer Kommentator im Clan und zunächst mal zu meinen Prinzipien, was möchte ich dem Clan so bringen? Also ich möchte auf jeden Fall, dass die Videoqualität um einiges gesteigert wird. Das heißt auch mal Videos in 60 FPS und so weiter. Dann wirklich einen kontinuierlichen Uploadplan. Das haben wir jetzt im Übrigen auch gemacht. Also ich bin ja jetzt gejoint. Zunächst mal, wie bin ich gejoint? Es war total unkonventionell, denn es war folgendermaßen. Ich habe einfach ganz normal meine Commentaries aufgenommen und dann ist der Leader vom VP-Clan, ich glaube, durch einen anderen Clan-Leader auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Leo, du bist ein cooler Kommentator, willst du nicht bei uns anfangen? Du strahlst auch die Professionalität aus. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt zu dem meines Erachtens besten Pubstomping-Clan Deutschlands. Also ganz ehrlich, wir hatten letztens Triple DNAs, wir haben 100er Gunstreaks, wir haben zumindest ein AW, alles, fast alles erreicht, was man eigentlich noch so erreichen kann. Und ja, aber wir bieten einfach richtig krasse ja, Gameplays und wir möchten uns natürlich auch bei der Qualität verbessern und auch bei der Professionalität der Uploads. Und ja, ich möchte auch einfach, dass alle 2 Tage oder alle 3 Tage ein Video kommt. Da wurde jetzt schon ein neues Konzept entwickelt von den Leadern. Ist auch alles sehr gut organisiert und ich mag den Clan auch jetzt einfach schon, weil die Chemie ist einfach so richtig gut. Ich war ja schon in dem einen oder anderen Clan und da haben sich alle immer nur so richtig gestritten und hier ist einfach so, wir sind 50 Leute in der WhatsApp-Gruppe und alle schreiben die ganze Zeit und eigentlich streitet sich keiner, also geht eigentlich voll fit auf jeden Fall. Das Gameplay, was ihr im Hintergrund gesehen habt oder noch seht, ist halt ziemlich fresh. Und was natürlich ich auch dazu zähle zur Qualität, ist einfach, dass man die Videos runtercuttet auf 5 Minuten. Kurz zum Gameplay. Wer war der Gameplayer-Spieler? Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. VP Raikyu, auf jeden Fall ein richtiges Biest. Müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und ja, an dieser Stelle kann ich auch nochmal sagen, abonniert den Channel. Es wäre richtig, richtig fresh, wenn wir nach diesem Commentary, ein Triple Vicious Commentary, mal die 5000 Abonnenten knacken würden. Das wäre so geil, ne? Ohne Witz, der Clan ist gerade richtig im Hype und komm Leute, noch 50 Abos und dann haben wir die 5K. Also das wäre richtig fresh. Hier hat er im Übrigen die Double erreicht und ja, ich fand das Gameplay war einfach auch richtig, richtig gut. Und ja, noch kurz zu meiner Person, was mache ich so auf meinem Channel? Das kann man jetzt mal sagen für die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, aber ich denke, ich habe das so attraktiv zusammengekattet, dass man jetzt noch dranbleiben kann, weil ganz ehrlich, der basht die Gegner hier wirklich, ich glaube, der hat 2 Kills per Second. Auf jeden Fall kurz zu meiner Person, auf meinem Channel bringe ich alle CODs, sowohl Gast-Gameplays als auch von mir, mit qualitativem Content, mit professionellen, kontinuierlichen Videos, jeden Tag ein Video und ich hoffe natürlich, dass mit mir und anderen Kommentatoren das jetzt auch auf dem VP-Clan so vonstatten gehen wird, dass wir häufig Videos machen, dass wir euch guten Content liefern und ich denke mal, das war mein erstes Commentary. Schaut auf jeden Fall bei mir vorbei, wäre cool, wenn ich heute noch die 800 Subs knacken würde. Und ebenso geil wäre es, wenn ihr VP Raikyu im richtigen Gameplay Beast einfach mal einen Sub da lassen würdet. Er hat es wirklich verdient. Ich meine, schaut euch dieses geile Gameplay an. Und in naher Zukunft wird auch wieder eine Triple DNA kommen auf dem Channel. Ich habe da schon auch so den einen oder anderen Gameplay-Spieler an den Start geholt, der wieder Triples hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und haut rein und habt noch einen schönen Tag.